Im heutigen Expertentalk beleuchten wir das Thema freiheitsbeschränkende Maßnahmen. Mein Name ist David Jelenko und ich bin Medizinprodukteberater in der Division Healthcare. Wir sind innerhalb der Heintl-Gruppe die Experten für den Bereich Intensivpflege. Speziell rund um das Thema Thoraxhave werden uns häufig Fragen gestellt, auf die unsere Expertin, die Rechtsanwältin Frau Dr. Hellbert, Antworten geben wird. Welche Instrumentarien stehen mir zur Verfügung, um diese freiheitsbeschränkende Maßnahme vornehmen zu können? Und da muss ich das Gelindeste nehmen. Wenn ich jetzt zwei Möglichkeiten habe, muss ich es abschätzen. Was ist das Gelindeste? Und zwar nicht aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht des Patienten. Was ist für ihn das gelindeste Mittel? Was ist für den Außenstehenden das gelindeste Mittel? Weil beurteilen werden es nicht Sie, sondern beurteilen wird es dann am Ende der Einrichter und der wird sich denken, ist das für mich das gelindeste Mittel? Und wir gehen wieder zurück zu den Gitterbetten auf der Seite. Sturzgefahr zu verhindern, gibt es die Möglichkeit, entweder ich setze ein Gitterbett oder ich nehme ein Bett, was man hoch und runter fahren kann. Das hoch und runterfahrende Bett ist das gelindere Mittel, weil er dann runterfährt, sich aufsitzt, auf die Toilette selbstständig gehen kann, sich seinen Kaffee selbstständig holen kann oder einfach nur frische Luft schnappt. Beim Gitterbett braucht er eine Person, die ihn dann das Gitterbett entfernt. Und das ist dann nicht mehr das gelindere Mittel, weil er sich schlicht und ergreifend nicht selber aus dieser Situation befreien kann. Das gelindeste Mittel, klassisches Beispiel der Rollstuhl. Sie möchten gerne mit dem Patienten spazieren fahren und der Patient ist noch aufrecht mobil in diesem Sinne, dass er seinen Oberkörper noch halten kann, aber er muss fixiert werden, damit er nicht aus dem Rollstuhl rausfällt. Da reicht dann ganz ein einfacher Beckengurt aus. Und dann gibt es Patienten, die sich einfach nicht mehr aufgrund Erkrankungen oder aufgrund des Muskelaufbaus oder einfach nur schwach sind, die vorfallen würden. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie nehmen nur den einfachen Beckengurt und der klappt Ihnen so vor. Das heißt, Sie müssen hier natürlich auch eine Fixierung vornehmen, dass er sich nicht verletzt. Und da ist ein Gurt genauso angebracht, so ein Kreuzgurt, damit er sich nicht verletzt. Und das ist wichtig. Und das meine ich einfach, das gelindeste Mittel. Es kann ein und dieselbe Situation, Rollstuhl, auslüften gehen, unterschiedlich beurteilt werden. Man hat kein Prüfungsschema X, sondern es kommt auf die Person an, die ich in diesem Sinne auslüften möchte, transportieren möchte, inwieweit die Person sich noch aufrechterhalten, selbstständig aufrecht sitzen kann oder nicht. Also bitte, wenn es möglich ist, beziehungsweise um Ihr Haftungsrisiko zu minimieren, aber auch das Haftungsrisiko Ihres Arbeitgebers, verwenden Sie zertifizierte Produkte. Dort haben Sie eine Anweisung, da wird Ihnen genau vorgegeben, was gemacht wird und Sie haben natürlich auch einen entsprechenden Qualitätsstandard, der dann für jeden Patienten der gleiche ist. Grundsätzlich daher immer zertifiziert bzw. zugelassen, bevor ich überhaupt mal auf die Idee komme, ein Homebrew zu machen und das müssen Sie wirklich beachten, das stellt ein Haftungsrisiko für Sie dar.